Ganztag Gottesdienst gibt. Ich habe schon versucht, in Amerika einzuführen. Ich habe mich immer gefragt, ob das möglich ist. Ich habe schon letztes Jahr so gesehen hier. Samstag ganztags und Sonntag ganztags. Das ist amazing. Das ist sehr besonders, sehr unglaublich. Gott sei die Ehre. Der Herr möge euch so viel geben, wie ihr Durst habt. So habe ich vorne in meiner Gebetszeit gebetet. Ich habe den Herrn darum angefleht. Er ist treu, aber ich habe wirklich aus meinem ehrlichen Herzen darum gebetet, dass wir nicht, obwohl wir mit Durst gekommen sind, auch genauso wieder nach Hause gehen. Es ist nicht der Wille Gottes, dass der uns gemäß unseren Durstes auch so viel Eifer wir um ihn haben, dass er uns so viel gibt. Und der Herr möge euch so viel geben. Ich werde nicht müde, wir können noch 10 Stunden weitermachen. Weil es vom Herrn ist. Ich habe nichts, worauf ich selber stolz bin. Aber ich hoffe, dass ihr nicht nur müde seid und jetzt hinsetzt. Sind wir nicht müde? Ihr seht aus, als wärt ihr müde. Gott sei die Ehre. Ich möchte erst. Ich möchte eine Stelle lesen. Das ist zwar nicht meine Message heute. Wir gehen in 1. Könige 17, aber der Herr gibt auch mal spontan manchmal ein Wort. 1. Könige 17. Ich glaube, es passt gut zu dem Geist, in dem wir gerade sind. Wir fangen ab Vers 2 an. كلته قال اغزابير دما كابزي نامبرا ابيلكا كيد امو ابتي امنصر يوردانوس زلو روبا كريت حبا كون كا ايو كابتي روبا كستيخ كابو كمغوبا دما ها اسكبلو ها كم وجدت حفظ لما تعقرسنا؟ كابو كم جبها دمّا نقاهات عزيزة الله إلو ماجا كيدو ها خمتك عليك زعبير جبرة بس كخمتك عليك زعبير سكبول تكرم كوي كمتيك على زعبير جبرة كيدون أبتي أمنت سرير الزل يردان الزل ربع كريت أمته أتوم كحد ما بجحت إنجيران سجان مشتون إنجيران سجان يمتصولو نبرو كابتي ربعها إشتي نبرة واحد أم بب أو أم بيبو مين Sie haben hier im Gott sei die Ehre. Heigerimen? Ist es nicht besonders? Quach. Wollt ihr quach? Wisst ihr, was Raben sind? Doroi konnen quach. Es sind keine Hühner. Rügebita konnten quach. Es sind auch keine Tauben. Quach. Raben. Quach und die Asbelle. Was essen denn Raben? Hä? Raben Siga. Essen Fleisch. Habt ihr auch quach, oder? Habt ihr Raben hier in diesem Land? Quach, oder? Quach, oder? Hat schon mal einen Raben gesehen? Vielleicht kommen die ungern her. Die kommen oft da, wo ich herkomme, aus dem Meer, an der Küste. So sind die auch dort. Was
Wenn du immer ein bisschen gerätst oder sowas machst, da kommt immer Raben. Was machen die? Die sehen direkt vom Weib schon dein Fleisch. Und die sehen das Essen dort. Ob es nun Brot ist. Wenn er nur Fisch sieht, dann sowieso Feierabend. Wenn er Fleisch gibt, dann Feierabend bei dem. Dann hast du direkt kein Essen mehr bei dir. Raben. Quach. Raben. Aber was wurde zu Elia gesagt? Sag mir, er bekam ein Wort. Er hat ein Wort bekommen. Ich habe mich gefragt, glauben wir dem Herrn genug? Das Wort kam, als ich die Pause vorhin hatte. Quach, Metzamgen, Nugon, Mischetten, Mr. Elas. This is your portion for this evening. Mr. Elias, this is your portion for morning. Und Raben kam jeden Morgen und haben gemeint, Elias, Mr. Elias, das ist deine Mahlzeit für heute Morgen und abends. Obwohl sie eigentlich gierig sind mit ihrem Essen. Weil sie gehorcht haben. Xavier Na'ara, Na'ari, Lomant Xavier Mesken Kalalou. Gott hat ein Wort für dich heute. Gott hat ein Wort für dich heute. Auf Tim wird du gesehen, die Elias weg. Er hat zu einem bestimmten Zeitpunkt an Elia ein Wort gesandt. Nein, er hat kommen, Xavier Tazibländer, right now. Wenn der uns auch heute ein Wort geben würde. Dass der Herr deine Situation gerade sieht, in der du bist. Und eine Sache dir gibt, die komplett unglaublich ist. Die unmöglich ist vielleicht. Die vielleicht im Verstand nicht möglich ist. Und sagt, meine Tochter, what day, mein Sohn, Hedji, jetzt zu diesem Zeitpunkt, an diesem Ort, habe ich für dich business, ein Business adalilohu, vorbereitet. Abdi gesagt, hidimo, geh mal da zu diesem Ort, maftahu buchayam, die werden einen Schlüssel geben. Terakabbo, nimm's an, the business dimma, und das Business na'aha khawuni, wird für dich sein. Wenn der Hedji heute sowas sagen würde, würden wir sagen, Elias blenna. Und Elias, so wie es der Herr ihm gesagt hat, hat es getan. Und ist gegangen und hat darauf gewartet, dass Raben kommen. Aber Raben klauen dir eigentlich dein Essen. Jesus Christus, go time. Aber Christus Xavier Naha in der Azizu. Xavier Naha in der Azizu. Zegiza Yelen Xavier Mesken. Achrani Gusolka Xavier Bara. Achrani Sagdelka Xavier Mesken. Konobiti Gusolka Xavier Bara. Bahari Mikal Xavier Mesken. Nahai Mikal Xavier Bara. I have a little bit of Xavier Mesken. Aber haben Sie mal Zeigena? Aber sagt, ich sag, ihr Wett. Türen werden dir geöffnet. Jesus, go time. Jesus ist Herr. Hantes, Xavier Kaltrayabka. Lass der Herr dir nur ein Wort geben. Sag mal zu deinem Nachbarn. Hantes Bolo. Nur. Hantes Bolo. Eine Sache nur. Kaltra. Nur ein Wort. Vom Herrn. Becker. Becker. Ein Wort. Becker. Lass uns mal alle beten. Das ist eine Botschaft, die ich gerade bekommen habe. Nehmt die an. Habo. Meskene kalo. Gizena de gimna an achane weka. Wir geben dir unsere Zeit. Libna kfato. Öffne unser Herz. Ogziabir abo. O Herr. Siga duchumil kaya. Du hast gesagt, unser Fleisch ist schwach. Aber dein Geist ist lebendig. Dein Geist ist bereit. Und so bete ich im Namen von Jesus, dass zu dieser Zeit, wie diese Zeit geben, beherrschst du diese Zeit heute. Beherrschst du unsere Zeit heute. Nimm unsere Zeit heute. Nimm diesen Platz ein, O Herr. Und fülle ihn mit deiner Herrlichkeit. Und ich bete.
بخبر هاي ملاك زي أبي رب. بمنفس كاي ملاك زي أبي رب. دايم جايز كفيل. لومي مسحتو سبع ملاك زي أبي رب. سويت لوتي نشن ما أنا هون. مسحرو أي ملاك زي أبي رب. مش متزين غلاش. مس كمبرو أي ملاك زي أبي رب. مش متزين بروبليم نهون. مس شهمو أي ملاك زي أبي رب. مش متزين زخم نهون. كمبر زبل أي صبر. ونش بغش يقدر. أرقتي صبر. بغش يقدر نهون. صار يرقف. حتو تاتي ملاك. Ich bitte, dass Fragen beantwortet werden. Dass Fragen beantwortet werden. El Shaddai. Du bist El Shaddai. Du kannst alles. Und so beten wir im Glauben. O Herr, mein Gott. Wir erniedrigen uns vor dich. Dass du gesehen wirst. Und du geehrt wirst. Und du sprichst. Und wir sind willig, dir zuzuhören. Von dir zu hören. Dich zu sehen. Dafür sind wir gekommen. O Herr, du sollst nur gesehen werden. Alles soll dir gehören. Du sollst meinen Auftritt nehmen. Soll du meine Hände, meine Füße kontrollieren. Damit du das tust, was du tun möchtest. Und ich gebe dir den Raum, O Herr. Ich gebe dir den Raum. O Herr, mein Gott, und für mich, für meinen Übersetzer, segne ihn. Benutze ihn. Dass jedes Wort, was aus seinem Mund kommt, nicht nur Bedeutung hat, sondern auch der Geist des Wortes auf ihn sichtbar wird. O Herr, und für die, die Deutsch hören, durch meinen Bruder, sprich zu ihnen. Durch meinen Bruder, geh an ihn vorbei. Benutze diese Worte. All, was all unseres Sein sollst du einnehmen, O Herr. Jesus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Lass mal alle einmal zu gleich. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Memphis Kudus. So wie ich heute Morgen schon gesagt habe, will ich wieder heute ein bisschen über das Thema des Heiligen Geistes sprechen. Weil einer der Gedanken Gottes oder der Ziele Gottes an diesem Ort ein brennender Geist ist. Amen. 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 Jesus Christus, Goitai. Jesus ist Herr. Tumali, Gebrauwerat, Hade, Shomonte, Jemirnar, Inanirna. Acts chapter wir haben 1, verse 8. Gestern uns die Apostelgeschichte Kapitel 1 angesehen gehabt. Ist okay, muss er lernen. Um den Leuten aufzuschlagen. Der Herr hat zu seinen Jüngern gesagt: Ihr werdet Kraft empfangen, dass ihr meine Zeugen sein könnt. Er hat über Zeugen gesprochen. Aber davor werdet ihr Kraft empfangen, sagt er. Werdet Kraft empfangen, sagt er. Und gestern haben wir gesagt, dass die Kraft des Heiligen Geistes, dass die auf uns runterkommt, auf uns hinabkommt, ist nicht direkt nur über das Sprachengebet. Auch nicht nur über Heilung oder über Prophezeiung. Wenn wir über die Kraft des Heiligen Geistes sprechen, über den Heiligen Geist reden, dann reden wir auch nicht über die ganzen Wunderwerke, die er tut. Auch nicht über das Evangelium. Das Erste ist vom Heiligen Geist. Ist, hört mir genau zu. Die erste Arbeit des Heiligen Geistes ist unser Leben umzuwandeln, damit wir mit Gott unterwegs sein können. Unser Leben umzuwandeln. Und das ist die Transformationskraft. Der Heilige Geist ist nicht nur eine Kraft. Der Heilige Geist ist kein Wind. Der Heilige Geist ist Gott selbst. Der Heilige Geist ist Gott selbst. Das heißt, wenn wir nach dem Heiligen Geist dürsten, über ihn nachdenken, dann denken wir nicht über Heilung und Prophezeiung. An erster Stelle in unserem Leben, wenn er hinabkommt und unser Leben, um Gott ähnlich zu werden, um uns zu Gott zu richten, diese Kraft, das ist diese Kraft Gottes. Jesus Christus, Goitai. Deswegen geben wir Ehre dem Heiligen Geist. Dass Ehre dem Heiligen Geist geben. Wir
Wir sagen, er lehrt uns. Er tröstet uns. Und er führt uns auch zur Wahrheit. Weil er Gott ist. Jesus Christus Gottheit. Jesus ist Herr. Viele Menschen sagen manchmal Sachen, abgesehen davon. Wenn sie über die Kraft des Heiligen Geistes sprechen, sagen die, dass das nur der Pentekostal-Gemeinde nur eine gewisse Denomination ist, lassen den Heiligen Geist in ihrer Schublade drin. Aber der Heilige Geist, die Kraft, die sagen, die ist schon vorüber. Die sagen, sie ist in der Zeit der Apostel geblieben. Und du sagst, die ist in der Zeit. Und sie haben keinen Durst nach ihm. Sie sehen seine Kraft nicht. Und sie werden ein religiösen. Sie fangen an, religiös zu sein. Und so bleiben sie auch. Aber der Herr möchte uns von dem, wo wir sind, nochmal hochbringen weiter. So wie es bei den Aposteln war, das ist heute auch bei dir und bei mir ein brennendes Heiliger Geist. Das ist heute auch bei uns. Wer ist bereit für ihn heute? Das Feuer heute brennt. Dieses Feuer brennt. Das Feuer brennt. Ich kann nicht glauben ohne den Heiligen Geist. I'm serious. Ich kann nicht leben ohne den Heiligen Geist. Wir können nicht beten ohne den Heiligen Geist. Ist nicht so. Wir können nicht das Wort Gottes verstehen ohne den Heiligen Geist. Habe ich. Right? Er ist doch der Geist der Wahrheit, der uns lehrt. Leuchtet er uns nicht und ist das Wort Gottes für uns auf. Er öffnet uns das Wort Gottes für uns. Halleluja. Er ist der Heilige Geist. Wenn wir in Römer Kapitel Römer 12, Vers 11, da gibt es ein bestimmtes Wort. Im Eifer lasst nicht nach. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Wer möchte dem Herrn dienen alles? Oh, das war dein Pastor. Ich habe gesagt, dem Herrn, nicht Leuten oder Kirche. Ich habe gesagt, dem Herrn. Wer will dem Herrn dienen? Den Herrn zu dienen heißt nicht direkt nur in der Kirche zu dienen. Die Bibel sagt uns, dass Paulus und Silas und dann Paulus und Barnabas im Gebet dem Herrn gedient haben. Das heißt, dem Herrn zu dienen heißt, im Lobpreis zu dienen, im Gebet zu dienen. Wir sehen noch in Apostelgeschichte Kapitel 13, dass sie gedient haben im Gebet. Das heißt, gibt es jemanden, der Gott dienen möchte? Okay, Paulus kam zu Er hat gemeint, Paulus hier. Er hat gemeint, im Eifer lass nicht nach. Im Eifer lass nicht nach, hat er gesagt. Aber heute möchte ich über den Punkt reden, seid brennend im Geist. Was heißt denn aber, im Eifer nicht nachzulassen? Auf Englisch, do not be slothful. Do not be slothful. Ja, genau. Also er sagt eigentlich im Englischen, dass du nicht faul sein sollst, dass do du nicht irgendwie dein negligenceable. Dass du nicht negligent sein sollst, dass du deinen Eifer nicht nachlassen sollst. I just ask you, zebel kal tal kom izbel kal. Do not be slothful. Taida be zealous. You blot in English. Er sagt, sei eifrig im Englischen. Zealous, mal tugu Muhammad. Eifrig heißt sein, dass du aufmerksam bist. Nimetga I tagalgalo be zealous. Er redet über einen Eifer, der in uns sein soll. Unsere Väter haben mal gesagt, wer nicht eifrig ist, soll keine Nachkommen bekommen. In Deutschland gibt es sowas nicht. Er sagt, wer nicht eifrig ist, soll nicht zeugen.
Vielleicht Paulus sagt, be zealous. Das heißt, Eifer wird hier gefragt. Damit geheilt hat, welche Altrugumasia. Be zealous. Das ist genau die Bedeutung von diesem Or, Wort. Do not be slothful. Oder einfach nicht also faul sein, aber zurückhaltend zu sein. Das heißt, sei nicht einfach ignorant, würden wir sagen. Be zealous. Sondern sei eifrig. Tiga. Tiga. Ja, habt einen Eifer, sollt eifrig sein. Paulus sagt, Korinthos, Ravallam, Kollochem, Siluam. Atum vorat, Hawate, Kadama Korinthos, Assert, Hamusse, Hamsan, Schomonten. Kadama Korinthos, Assert, Hamusse, Hamsan, Schomonten. Sulazi, 1 Corinthians, Chapter 15, Verse 58. Vorat, Hawate, Charum, Bugointa, Kontuham, Zekone, Felitkum, Yogoita, Sonat, Zaitna, Ano. Praise God. Ezuzat kunu. Zabarab zaman ezuzat sabati dello. Zayin nagano ezuzat. Malet knaz zallom. Baka knaz zallom. Tighad zallom. Tighad zallom. Eifer. Eifer zu haben. So spricht Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 15. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Selezi, bahatscheruta. Das heißt, kurz sein heißt, sei passioniert, sei leidenschaftlich. Jesus Christus ist Herr. Jesus ist Herr. Ich will euch eine Sache sagen. Ob du Salbung hast, Anointing Hallika, weil du Salbung auf dir ist, oder ob du keine Salbung hast, wie wenn du im Kühlschrank bist. Bist du wie ein Joghurt, der im Kühlschrank ist. Wie ein im Asmira. Ja, wie es wie was im. Ja, ich weiß. Butter. Ja, das ist Butter. Ja, Butter wie ein Ding. Dankeschön. Ja. Wie Butter im Kühlschrank. So, Afrisch kam da kommete, es mir. Ich komme nicht. Kabat Hallika. Wenn du Salbung hast. Neunting Hallika. Du hast Salbung. Knate Sebelka. Aber kein Eifer hast. Afrisch kam da kommete, es mir. Bist du wie Butter im Kühlschrank? Afrisch da kommt das Asmi. Da hat Gobro. Was machst du mit Butter, was im Kühlschrank ist? Und da hat Leo, ich kann gar nicht. Was braucht es? Und da hat Leo. Was braucht es? Hau ist Gobro. Du brauchst Wärme, Hitze, Feuer. Du brauchst Feuer. Jesus Christus, Goitai. So lass ich sie abhören, Mesken. Knat, Agadashi. Das heißt, Eifer ist wichtig. And at the same time, mit Hadoganka. Und auf der anderen Seite. Knat, Hallika. Wenn du Eifer hast. Kabat in der Säbelka. Aber keine Salbung hast. Schegrisron. Ist auch ein Problem. Dann kommt sehr viel Unordnung rein. Aber wenn du nur Eifer hast und keine Gnade auf dir liegt, dann bringt es auch nicht. Das heißt, Eifer und Salbung wird dann zu was Wertvollem, wird dann zu was Nutzvollem. Usable. Es wird nutzvoll. Usable. Nutzvoll. Jesus Christus gut sein. Jesus so we need kabat elenai. Das heißt, wir brauchen Salbung. Amen. Es geht kabat eleni bolum. Sag mir, ich brauche Salbung. Kabat elenai. Ich brauche Salbung. Let me tell you. Kabat kabuk zabirim. Das heißt, Salbung kommt vom Herrn. I hope to travel home. Kabat kabuk zabirim. Ich hoffe, ich schreibe es auf. Salbung kommt vom Herrn. The anointing comes from the Holy Ghost. Das heißt, die Salbung kommt vom Heiligen Geist. The anointing comes from above. Von oben. Du kannst es selber Salbung erzeugen. Lasst euch nicht verwirren. Leute denken heute, die können oft Salbung selber generieren. Aber Salbung kommt vom Herrn. Wenn der Herr dich als Sänger salbt, als Prediger salbt, dich als Diakon salbt, als Pastor, als Prophet oder als Evangelist. Er gibt dir verschiedene Talente und Salbungen. Wenn ihr mich fragt, woher hast du das? In 1. Korinther Kapitel 12 sagt Paulus genauso, dass der Heilige Geist, so wie er es möchte, und zu dem er es möchte, genauso seine Salbung austeilt. Das heißt, dass der Heilige Geist, wie er will, und an wen er will, genauso bei jedem Einzelnen die gewollte Gnade, die Salbung, immer auflegt. Jesus Christus, Jesus ist Herr. Hat er gute News? Alle
Jede Art von Salbung. Kulla eine Zaga. Jede Art von Gnade. Kablali. Ist von oben. Mewudi dariyabulun. Es gibt kein. Mewudi dariyabulun. Es gibt kein Konkurrenz. Tade aibelitsniem. Nicht eines ist besser als andere. Warum so meine? Tade aibelitsniem. Nicht eines ist besser als andere. Zaga mellen harar mebal zaga mebulun. Es gibt ja kein Problem. Amili Paulus die Abir masken. Menada chnebayu. Harar beli beli. Er meint, ich eifre danach, dass er alle weiß sagt. Nagerken. Aber. Abzai metabit kena aitet wa aitken kai bahalim. Aber er sagt. Es gibt es ein Sprichwort auf der Grinja. Abzai metabit ken. Aitet wa aitken. Sie aitur gom nedan. Malet, gegolt zu nedan. Malet, zaito wa habaka. Zainat kaitidle. Aber er sagt auch, suche nicht nach dem, was nicht deins ist. Ja, wer im Mesken. Ana ilka hat kitkan itghaliha. Ja, tsagam yellen. Du kannst dich nach denen gerne ausstrecken, wenn du willst. Man hat am Ende nicht bei Harar Paulus gesagt, Harar kitu itghaliha. Paulus sagt, eifert danach, weiß zu sagen. Nagar gen izni li Paulus. Aber er sagt, Ohren. Afinchan tze konkila. Kann ich sagen, ich will eine Nase sein. Ent agar garat. Und wenn die so dann agar girater. So aufregt, bringt keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Baka. Wal han tot gabra itghaliha. Sie kann nichts machen, wenn sie eine wenn sie eine Nase sein will. Na bhaki egziaber mesken izni sorry izni ri hiz ana qayre already avincha de maskare und die nase eine de zekon kutzibel kann ich sagen ich will ein auge sein entay mesen hungugu kom mesen nana so wenn wie ein monster aus in am ende hungugu so ein ungeheuer es kam zell lohmo sebs ab kam zell kha eskobolo. Sag mal zu deinem Kollegen, bleib so wie du bist, du bist gut. Du siehst gut aus, wie du bist. Sag mal, du siehst gut aus, wie du bist, zu deinem Nachbarn. Masilkan daidi baham zirgum. Masilkan galen. Asol Xavier Mesken. Hada hada gize. Zkhone menfasawi wubetna ze kone aktin gibirkelna the same. Kem tafincha? Ha? Izin te zekonku. Ayni te zekonku tibil. Komi. Ab und zu, wenn wir gewisse geistliche Aufgaben übernehmen wollen, die nicht unsere sind, sind wir wie Ohren, die Nasen werden wollen. Wer braucht alles eine Nase? Wer sagt denn, dass eine Nase nutzvoll ist? Sage ich schon. Wir brauchen alle eine Nase. Wer braucht alles Ohren? Wir brauchen alle Ohren. Brauchen wir alle Augen? Das heißt, wir alle in the house of God im Haus Gottes. It's very important. Ist sehr wichtig. Abgun nochum zolla sabolo. Sag mal zu deinem Nachbarn. Nisabolo. Du. Disposable. Bist nicht. Ersetzbar. Ntaham tulo disposable. Use and throw. Du bist kein Einwegding. Also du bist nichts, was ersetzbar ist. Du bist nutzvoll. Oh, lama an Satan hafiru. Tetakamir haftei. Du bist nutzvoll. Weil es gibt keinen, der nutzlos ist im Haus Gottes. Es gibt keinen im Haus Gottes, der nutzlos ist. Vorhin gab es sehr viele Diakonen, die viel da hinten gearbeitet haben. Think for a second. Diakonat mit Intezegel, das ist gut, Bro. Denk mal einmal nach, wenn die alle nicht hier wären. Wir würden ja nichts auf die Reihe bekommen. Libby! اسكا حجمو رجل لبهم اسكا حساب زعما داس هات لب دي ماسكي بك انا بك زماني مول بوم 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 ليت معلتن بوم 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 بزحني لاسي كعرف انت تبل وانا سيت تزاغ würde ich habe keine lust mehr zu schlagen mach mal eine pause كم اجري عرفت غوسي انت تبل وانا زاغ würde wie die beine mach mal einmal eine pause was will happen was wird passieren تتا عايزك finish dann war's das mit dir سلازي قال قال لهم لبيهم. Das heißt, einige von euch, ihr seid Herzen vom Haus Gottes. Hört auf zu meckern, ihr seid Herzen im Haus Gottes. Ihr dürft nicht meckern. Es gibt wir sehen, das Herz macht auch keine Pause.
Das heißt, wenn das Herz sagt, ich brauche auch wie die Beine eine Pause und leg mich kurz hin. Und einige von euch sind wie Nieren. Wie ein Magen. Einige von euch haben Salbung eines Mannes. Aber Paulus hat uns genauso erklärt im Wort Gottes. Lest mal bitte 1. Korinther Kapitel 12 zu Hause. Und Kapitel 14 zu Hause. Er redet darüber dort. Auf die Sprache, die wir verstehen. Einige von euch, wir sind Magen, einige von uns. Wir sind Augen oder Ohren. Einige von uns sind Ohren. Einige von uns sind Münder. Und es gibt andere, die im Untergrund noch viele Sachen machen. Die versteckt noch sehr viel gerade machen. Es gibt noch Leute, die oft wie ein Knie noch um diese Uhrzeit ziehen. Denkt ihr nur, dass Leute, die auf der Bühne sind, ihren Lohn bekommen? Probably habe ich mal so in einem Wort, dann alle Xavier und dann habe ich mir gesagt, der Herr sieht auch die unten im Verborgenen dienen. Deswegen sagt seinem Nachbarn, meckern nicht rum. So wie du es bekommen hast. So wie du die Arbeit bekommen hast. So wie die Salbe auf dich gelegt worden ist. Bleib treu damit. Jesus ist Herr. Das heißt, Salbung ist wichtig. Weil Salbung vom Herrn ist. Weil Salbung von oben kommt. Jegliche Gnade, die wir bekommen, kommt von oben. Die kommt von oben. Die Gnade kommt von oben. Das ist für mich eine ganz klare Sache. Einmal habe ich zum Herrn eine Sache gesagt. Als einmal der Herr angefangen hat, durch mich zu wirken, ich bin nicht aus einer Pfingstlergemeinde, aber ich habe den Herrn angenommen. Ich brauche nicht unbedingt Teil eurer Gemeinde zu werden. Und als die Kraft Gottes irgendwie in Herrlichkeit auf mich hinunterkam, ich habe direkt angefangen, in Form von Heilung und in Form von Prophetie zu dienen. Ich kannte nicht viel vom Wort Gottes und auch nicht viel von Predigen. Aber als ich im Heiligen Geist erfüllt wurde, Ich wurde im Heiligen Geist erfüllt. Am nächsten Tag hat eine Frau dann Es ist genau mir passiert. Und ich kann mich doch genau an den Tag erinnern, wo mich der Herr berührt hat. Dann war ich in einer katholischen Gemeinde und habe dort auch gedient als Messdiener. Aber das Feuer war in mir. Und es hat angefangen, immer stärker zu werden. Und ich war ein Student damals. Ich war kurz davor abzubrechen. Und meine Mutter meinte, ich glaube, mein Sohn ist krank im Kopf. Weil er fängt an, nachts in Sprachen zu beten. Ich hatte keine Ahnung, was damals mit mir los war. Ich wusste nicht, was los mit mir war. Aber ich war dabei, die ganze Zeit zu beten und in Sprachen zu beten. Nach einer kurzen Zeit, dort, wo wir waren, wurde ich dann einfach in einem Geisteslachen. Es war alles neu für uns damals. Wir kannten sowas nicht. Es war komplett neu für uns alle. Ich habe noch nie gesehen, wie Leute einfach lachen im Geist. Ich kannte sowas damals nicht. Ich sage aber, er ist lebendig. Der Geist Gottes ist lebendig. Und danach, am Sonntag danach, erneut, wurde ich wieder im Lachen im Heiligen Geist gesehen. Ich bin oft unter der Herrlichkeit gefallen. Und auch die Freunde, die mit mir waren, ich war damals noch so jung wie ihr, ich war 21 vielleicht, die frage ich alle, was ist denn los mit dem? Weil wir haben noch nie sowas gesehen, wir kennen sowas nicht.
Gott ist lebendig, Herr. Und er kann auch unabhängig von Denominationen berühren. Er gehört nicht nur uns, der Herr. Er ist auch in orthodoxen Gemeinden, in katholischen Gemeinden. Da wurde ihr Herz öffnet. Der Heilige Geist ist lebendig. Danach, die Woche danach, während wir beten, kam wie ein neues Feuer auf mich. Einige Leute machen sich heute noch witzig darüber. Ich habe angefangen zu schreien. Ich habe angefangen zu zittern komplett. Und danach habe ich zum ersten Mal eine Prophetie bekommen. I don't know. Woher hast du? Ich habe keine Ahnung, woher es hat. Ich habe noch nie gehört, wie Leute prophezeien in meiner Gegenwart. Heutzutage kennen alle Prophetie durch YouTube oder andere Dinge. Es gibt oft Propheten in der Ecke. Aber ich rede von vor 27 Jahren. Ich habe noch nie gesehen, wie Leute eine Prophetie bekommen. Ich hatte keine Ahnung, dass das heute noch prophezeien kann. Ich habe keine Ahnung davon gehabt. Aber der Heilige Geist kam über mich. In einer Kraft. Und ich habe angefangen zu sagen, der Herr spricht. So. Und bis heute überrascht mich darüber. Ich habe damals gesprochen, so spricht der Herr, und habe angefangen zu prophezeien. Von dem Tag an. Und da, wo ich Leute gesehen habe, hat Gott hat angefangen, zu mir zu sprechen. Und alles ist immer umgefallen. Und danach habe ich angefangen, eine Stimme zu hören. Ich habe angefangen zu hören, wie Leute sagen, es ist zu viel. Leute haben gemeint, es ist zu viel von dem Ganzen. Und ich habe aber keine Ahnung, was ich mache. Ich bin nur da, stehe und strecke meine Hand aus. Wir hatten keinen Chor damals. Wir waren alle damals Lobpreisteam. Es gab kein Keyboard früher. Wir hatten sowas nicht. Wir haben alle gesungen. Aber unser Worship war unglaublich. Wir haben Stunden im Lobpreisteam. Und ich bekomme auf einmal Prophezeiung mittendrin. Und Leute werden geheilt und Leute fallen um. Und irgendwann habe ich dann gehört, wie jemand sagte, es ist langsam ein bisschen zu viel hier. Von einigen Leuten, die haben sowas gesagt damals. Dann habe ich zum Herrn gesagt, und ich bin dann rausgegangen aus dem Raum, habe gesagt zum Herrn, oh Herr, von jetzt an will ich nicht mehr auf so eine Art und Weise dienen. Ich werde diesen Zeitpunkt nicht mehr vergessen. Ich weiß sogar genau, wo ich war, als ich zu mir meinte, ey, ich will nicht mehr so dienen. Ich will gerade nicht über mein Leben reden, aber das ist was. Und er sagt zu mir dann eine Sache. Wem gilt deine Pflicht, hat er gemeint? Wer bist du? I just pause. Er meint, was denkst du, wer du bist, hat er mich hergefragt. Und ich war genau da in der Ecke. Und ich war ruhig. Der fragte mir, was denkst du, wer du bist? Was denkst du, wer du bist? Er hat gemeint, du bist nur eine Flöte. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist nur eine Flöte. Shambuko. Power sogar die Boxen hier bekommen ihre Power von woanders. Ein Wasserhahn bekommt auch Wasser von woanders. Aber die Rohre sind nur Wege für das Wasser. Er sagt zu mir, genau so was bist du. Und ich habe den Herrn genau für diese Sache gedankt. Und danach habe ich dem Herrn ein Versprechen gegeben. Ich sagte, oh Herr, was du mir sagst, werde ich sagen. Was du zu mir sprichst, werde ich aussprechen. Wo du mich hinschickst, werde ich gehen.
Ich kannte damals noch nicht. Ich bin noch neu im Glauben gewesen. زمانی ملو زبال کنی کبیله. شاب گفت که واسه میذارم سری سر. تزارکانی کزاره بیله. واسه میگیبس ولیش آوسپرشن. شاب هیری مسکن. زمانی ملو دم حج خزاره بی. و بس هایتش پرشن. آمین خزاره. کزاره بی شاب هیری مسکن. ایت حاضری صبر امل تمرتای کیر نه ایله زامن. اش ور. ملخت تزاری. من لیرم اندن ولیش گویست لایتی زی. ابگله گله ختم هات ابگله گله بترشان کبید ملخت تزاری بلخ. Es gibt Orte, wo ich manchmal eine schwere Nachricht überbringen musste. کبید متن کاتا زلوم ملختی. Wo ich manchmal Warnungen vom Herrn aussprechen musste. Konferenz عدیم کس متن کاتا زلوم قدامای ملختی ایبکا. Stell dir mal vor, du wirst in eine Konferenz eingeladen, musst direkt die Leute warnen. دایت گبر. Was machst du? Ich habe nichts gesagt, du willst keine Gebete. Aber ich sage zu mir gesagt, ich werde sagen, was du mir gibst. Das habe keine Gebete. Ich werde aussprechen, was du mir sagst. Because eine Konkurrenz. Weil nicht ich spreche. Das ist Schambuque. Ich bin nur eine Flöte. Sie eifelt eine Hwate. Das weiß schon. Aber sie also logo eine mit dem Heiligen Zebel level. Ich habe keine Kraft da, wo ich stehe. Mit dem Zebel level. Von mir kommt absolut nichts. Schambuque hab Konku, Schambuque hab Fetiello. Und ich bin aber willig. Am Lacket im Kamel. Ein Sprachrohr zu werden. Herr Eileye. Ich habe mein Okay gegeben. سلازي تقبعات يزلكم جلوم. ساش يساق دي زايبو. قابلة عليو. كم من oben. نحن أزب بحالي بالنان. aber von uns wir haben nichts. نحن أزب بحالي بالنان. wir haben nichts was von uns. كن تجعك نحن نسرع. aber der Eifer ist unsere Aufgabe. آمين السماء. آمين. سلازي قبل النفس كفنا زعمت زمرت تغنى شامقلة تغنى whatever تغنى we are just vessels. ساش wir sind alle nur Gefäße ob wir Sänger oder Prediger oder was auch immer. sag mal ich bin nur ein Sprachrohr. كباي Von mir. Natai. Nix. Zublo. Jebelein. Es gibt nichts, was von mir kommt. Wenn wir dem Herrn erlauben, wird er durch uns viel benutzen, viel machen. Is a mailman for Torah Postanya? Posta, mailman. What do you call the mailman? Ich kenne doch den Postboten. Ja. Surahintai. Was ist dein Job? Was ist der Job von einem Postboten? Negorniska Surahintai. Was ist der Job von einem Postboten? Ja. Surahintai. Er überbringt Nachrichten. Nusitsahavodi. Schreibt er selber die Briefe? Hat er selber die Dokumente vorbereitet? Hat er selber die Sachen geschrieben? Was macht er? Er bringt es nur von einem Ort zum anderen Ort. Wer bringt diese? Jesus ist Herr. Der Herr soll uns genauso benutzen, dass wir das, was uns gesagt wurde, was er uns gegeben hat, genau vollbringen werden. Jesus Christus goite. Der Herr ist. So lassen Sie Abir keine Gelgel Memphis haben mit Katzal hier lena. Das heißt, wir brauchen geistliche Erweckung, um dem Herrn zu dienen. Mit ga, nein, gesagt es nein. Der Eifer ist aber unsere Aufgabe. Nach einer Effort hier. Zu Eifer ist unsere Aufgabe. Sie nicht Abir keine Lage wollen zu tun go. Deswegen sollen wir dem Herrn eine Schuld geben. Ja, wir hat gar nie. Wir können nicht sagen, oh Herr, gib mir Eifer. Ja, wir aber tani. Oh Herr, gib mir Kraft in dem Punkt, Eifer zu haben. Tiga hat kaulo tam zulusha. Wegen Eifer, sag mal zu deinem Nachbarn, Eifer mal, Eifer mehr. Wie können wir mehr Eifer haben? Indem wir bei unserer Arbeit, zum Beispiel, indem wir mal pünktlich da sind, so eifern wir auf unsere Arbeit. Immer. Wenn du in Amerika zu spät bist, bekommst du erstmal eine Verwarnung. Danach gibt es noch eine Verwarnung. Irgendwann bist du gefeuert. Also was machst du? Du eiferst. Wenn du morgens früh aufstehen musst, was tust du? Was tust du? Du stehst auf und du eiferst an deiner Arbeit. Das heißt, die Bibel sagt, lass nicht nach dem Eifer. Lass nicht nach dem Eifer, sagt die Bibel. Do not be negligent. Seid nicht ignorant. Dass wir nicht wir sollen seinem Wort und für seinen Geist nicht den Eifer verlieren. Aber das andere Seite, seid brennend im Geist. So. Und dient dem Herrn. Das heißt, wie dienen wir dem Herrn? Indem wir im Geiste brennen. Indem wir brennend im Geiste sind. Apollos. Ich kenne doch bestimmt Apollos aus der Bibel. Apollos, Acts chapter 18. Wir sehen Apostelgeschichte Kapitel 18, dass Apollos sehr brennend im Geiste war. Apollos zum Ayhudawi Baal Iskandria, bezuhufat ka Sultan Sabai in Ephesus metze, magad Xavier Mur nabere, temkat Johannes, teraiknesus velesi, bimenfes moiku. Iskab menfes moiku,
بمنفس ميكو بزعبا نا يسوس ينقر عطبيعون يمهر نبهر بلنا انتاي مالتيو منفس مكتال دفنش Was heißt es bitte im Geiste zu brennen oder brennen im Geiste zu sein? مكتال مالتا مالتا منفس مكتال تاي مالتا Im Geiste brennen zu sein heißt بتنا Griech I think Zentos شبل Zentos Das Wort Zentos ist dafür benutzt worden im Griechischen Zentos مالت انتاي مالتا 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 Zentos heißt was? Zentos مالت boil wake up مفلح Zentos heißt kochend zu sein مفلح اسك مفلح بولش Sag mal kochend لك مايكم زفلح مفلح مالت. So wie genau Wasser gekocht wird selbst zu kochen. تقاتلو تبل قال زنتوس تبل قال يا. Das heißt das Wort seit brennend heißt Zentos. Kocht مالت. Kocht im Geiste wenn man genau so ist. مفلح. Zu kochen. شرغرغرغ مالت. Zu kochen. لازم منفس تقاتلو غلو بمنفس تايبولو. اسكفوا الهبل. Kocht im Geiste. Ooh, praise God يراكم بمنفس تايبولو. Im Geiste zu kochen. Kocht im Geiste. The same Kalia, Bemfas Maiko, Tablazala, Gubrahawat, Asor Shaman, Apollos, the same Kal, Zentos, Kalia. Das heißt, wenn er über ihn sagt, er war feurig im Geiste, er war gekocht im Geiste. بمنفس فلعس بكا تمكت نا يسكر نا يوهان تحصل كلشي بزعبا يسكر تحصل تاجن يشير قبرنيرو. Die Taufe des Johannes, aber er war trotzdem feurig im Geist und hat es getan. Sind denn das so bagat im Kommen dolo? Hab ich mal jemand getroffen, der feurig im Geist ist? How would you shit Christian? Jemand, der nach Feuer riecht. Komm hon komm nur bis mir Jesus. So sollte auch sein. Amen. Bis mir Jesus Christus komm hon komm nur. Na, mir soll doch sein. Eit is halu. Seid nicht kalt. Ja, wir haben es gesagt. Also, بمنفس مايكو زنتوس بالقال موت مركب. Wait a minute, مفلح. Wait a minute, fervent. I'm not English. Fervent in spirit, Allah. Das heißt, feurig im Geist steht hier im Englischen oder Deutschen. Apollos, بمنفس مايكوب زعبا كرسوس زعلم يرو تاتفلتا شير قبنيرو. Das heißt, er hat das geteilt, was er kannte. بتم عدما يمهر نبره. Und er redete genau über das, was der Herr ihm, also was der ihm gegeben hat. تاتفلتا. قالوا كوب زعبا نايس كرسوس بزحف مستير كوي تردون يرو. مش؟ أفقزان بوبو بريحرو Praise Kelan, Akilas in Tagramo. Huh? I've got a hirum, I read the omomsh. Wir wissen auch, dass Priscilla und Aquila ihn, sage ich mal, dann gelehrt hatten, aber er selber eigentlich keine Ahnung hat über das, was er redet. Aber Apollos war selber sehr, sehr feurig im Geist. Und er hat dann also das gedient oder so gedient, wie er mit Eifer unterwegs war. Das andere Beispiel ist Petrus. In dem Kapitel 2 von Apostelgeschichte sehen, als der Heilige Geist über ihn kam, als er erfüllt wurde, ist er feurig im Geist geworden. Und die erste Predigt, die er dann gepredigt hat, waren vor ihm zwar tapfere Männer, da waren keine einfachen Männer vor ihn, aber er hat feurig im Geiste, er hat brennend im Geiste, zu ihm gesagt, ihr habt den gekreuzigt, Jesus Christus. Er hat brennend im Geiste gesprochen. Als der Heilige Geist über ihn kam, wurde er brennend im Geiste. Er wurde brennend im Geiste. Und hat mit einer Predigt 3000 Leute zu Jesus geführt. Jesus Christus ist Herr. Jesus ist Herr. Wir Leute brennend im Geiste. ينداد مبارك زيابير بار حواتي دكاس زبل خبيت املاح يطفى امبري مكتت علي يكون منداد يكون بك لاس انس برينن ام جايست سلازي كما غيرنا اينا نندد Das heißt, wie können wir im Geist brennen? Ich werde schnell durch diese Punkte gehen. Wie können wir feurig sein im Geist? Wie können wir ein brennendes Leben im Geist haben? Wie können wir einen feurigen Dienst haben? Wollt ihr allein feurigen Dienst haben? Ich sage, jeder Dienst braucht Feurigkeit. Es gibt keinen Dienst, wo du sagst, ey, ich bin nur Ascher, ich brauche nur ein bisschen Ruhe.
Jeder Dienst braucht Feurigkeit. Und auch dein Leben braucht Feurigkeit. Auch unser Leben braucht davon. Wir brauchen Feuer in unserem Leben. Das heißt, damit Wasser kocht, was brauchen wir? Was brauchen wir, damit Wasser kocht? Wir brauchen Feuer. Oder wir brauchen Strom. Am I right? Strong zone electric gelna. Bakhala mengedi yellen. Es gibt keinen anderen Weg. Abotatna khamzulu way gobohun way dimam zgobo tetsagam. Sometimes kashkoye. This is the saying. Yeah. Yeah, tana hanta gemelen. Grafo. German, nee. German yellen. That's why misila foti an examiner's gun. Teredi. يعني مثل تعمير فوت وي غوبهون وي غوبو تصقع اكون عندي سلازي وي زفل لحنا غير يلكا حوي وي دي ما انت اكبر اطق حو تصقع اسك طعم دول اطق حو تصقع اسك بلو ام بيدا موس selber feuer haben oder du musst zu einem warmen ort gehen وي حوي تصقعت sei es entweder elber Entweder lass es selber erwärmen oder wer selber heißt. Halleluja. 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 Amen. Jesus Christus, Jesus ist Herr. Amen. Sei entweder selber feurig oder lehn dich an was Feurigem an, damit du selber warm wirst. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt eine Gemeinde in Laodicea, die wir in Offenbarung sehen. Das war eine Gemeinde in Laodicea dort. Und der hat an ihr eine Sache mäßig zu bemängeln gehabt. Er hat ja eine Sache gefunden. Er hat gemeint, du bist entweder nicht heiß oder nicht kalt. Weil du lauwarm bist, spuck ich aus meinem Mund, hat er gesagt. Das heißt, der Herr mag keine lauwarmen Sachen. Als ich es studiert habe, diese eine Stelle, wieso sehen wir das bei der Gemeinde Laodicea? Laodicea, die haben Wasser bekommen von sechs Quellen. Sie haben immer Wasser bekommen. Und als das Wasser kam, weil es von einem sehr weiten Ort kam, wurde das warme Wasser, was kam, dann immer ein bisschen lauwarmer. Das heißt, der Schreiber von der Offenbarung hat genau so geschrieben. Weil das Wasser kam immer lauwarm in Laodicea an. Und Gott mag nicht Sachen, die lauwarm sind. Was mag Gott? Er mag brennendes Wasser, er mag heißes Wasser. Sag mal heißes Wasser. Sag mal glühendes Wasser mag er. Was brauchen wir anders als brennend zu sein im Geiste? Wortig. Ha. Aitwa ammeshon dagber. Yindet. Jabher meska. Yindet. Selezi, na lodokya betekristian komslet nebere, awai azhul bimhanka kab afay tof kible kayne. Das heißt, die Gemeinde Laodicea hat der Herr zu gesagt, ich werde dich ausspucken, weil du lauwarm bist. Selezi, jabher meska. Kalat mechos Hade schuddische lema Paulus. Das heißt in 2. Timotheus Kapitel 1 Vers 6. Timotheus. 2. Timotheus Kapitel 1 Vers 6. 2 Timothy 4, chapter 1 verse 6. Paulus kommt zu Timotheus. Hat Paulus zu Timotheus eine folgende Sache gesagt. Was machen hat sie amlach? Menfas heilen fahren qat'atenen bar, menfas farhat ahabanan mo azbin bar idei. Aber ha zallo wubat amlach. Das
Aus diesem Grunde erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder wieder anzufachen, die durch Handauflegung meiner Hände in dir ist. Auflegung meiner Hände in dir ist. Hier steht, anzufachen. Anzufachen. Bei German sagen wir das nicht. Wahab German. Das German ist ja. I like it. Selasi, تقال انت اتولس تحدي الشوت شبل ابناء انجلش heißt das Wort anzufachen hier kindle it bla bahad turgum heißt entweder anzuzünden aber hat turgum nur fun into flammable oder an oder in flammen zu ja zu entfachen بتكرني انا ام بد بدو مالتي بشرفت غيرك heißt anzufachen oder anzuzünden auf بشرفت غيرك ام بد بدو مالتي بخال ترجم نما خمس زبل oder eine andere übersetzung sagt ablaze the gift bla das du es ja wieder same, entfachst in Englisch. Das gleiche. The same color. Fun into flame. And do. Das heißt, in Flammen zu bringen. Wenn ihr Sachen wirklich so mit einem Fächer anbrennen müsst. Or fun into flame. Kribit damit itwolo. Flammen daraus kommen. Kribit itwolo skobolo. Was ihr da Streichhölzer reinmacht. Atom sabat kribit itwolo. Paulus in Timotheus. Paulus sagt zu Timotheus. Er sagt die Gnadengabe Gottes. Die in dir ist. Was sollst du machen? Er sagt, fach sie an. Dass wir nicht damit schlafen gehen. Die Gnade, die uns gegeben wurde. Dass wir diese Gnade anfangen. Und das ist die Anweisung vom Wort Gottes. Das ist die Anweisung vom Wort Gottes. Der Herr hat dir eine Gnade gegeben. Er hat dir aber eine Salbung gegeben. Aber damit die Salbung nicht passiert, musst du die Sache anfangen. Du musst ein bisschen Feuer rein. Du musst beten. Im Wort Gottes aktiv sein. Und fassen. Drei Sachen. Wenn du nicht anfangen kannst, im Wort Gottes aktiv zu sein. Im Wort Gottes zu lesen. Es brennt in dir dann. Wenn das Wort Gottes brennt in uns. Jesus Christus. Und wenn wir das Wort Gottes hören, wenn wir das Wort Gottes lesen, danach was passiert? Es brennt in deinem Geist. Amen. Jaber barah. Lomi galam la hasamak. Ndai gono Memphis na yekatsatsolo. Unser Geist brennt davon. Yandido. Es facht an dadurch. Flame. That fun into flame. Kribit it holomat. Flammen bekommen wir dann in unserem Geist. Das weiß am sabem haus. Kizar kizar bena kolodo ha. Libna. Ndai gabneru. Singam azot. They were fervent man. The same kale ko. Libom inedneru. Deren Herz war in Flammen bei Gott. Inedneru. Als sie das Wort Gottes gehört haben. Das heißt, irgendwas fehlt uns, wenn wir kein Feuer verspüren. Aber Reboot. What is Reboot? Reboot. Achso, wir müssen dann wieder neu gestartet werden. I'm serious. Dann brauchen wir einen Neustart, wenn wir kein Feuer verspüren. Wenn wir das Wort Gottes hören, muss unser Herz brennen. Wenn wir fasten, dann sollten wir brennend sein. Fasten ist für uns, nicht für den Herrn. Wenn wir fasten, dann brennt es im Geiste. Ich glaube, dass ihr alle wieder fasten werdet. Ja. I know fasting is my life. Fasting without fasting, man, never get it. Shika yala. Tahiha mbeka bat atira. Urahiyana balka baka tzilik jabir. Du brennst im Geist, während du fastest. Dass du brennst im Geist, während du fastest. Belisan kitzilik ala. Wenn du in Sprachen betest. I wish mizahaba belisan mitzilain tazimir somun madlini. Belisan kitzilain um über Sprachen gebet zu. Belisan mitzilain zekzak kone kemes lokum. Belisan mitzilain hada hajj gabro abi watna. Nai, Memphis hau mitkitzitz aliyam tzalna. Wenn du in Sprachen betest. The more you pray in tongues, hallelujah. The more mitkitzitz ali khawun. Je mehr du betest, es ist mehr brennt. Loma antik zi abheri mezgan kitzilik zi abheri barach. Zanai hammushe mail trah tzom tzom belisan nabarat. Miete mail kam tkhayt kengabrayna. Jesus Christus goitag. Ravashidi adalat ato. No, Xavier. Roca Diego! Xavier in Mesgen. Jesus Christus Goitai. Manalum Antikat at El Del Isil Sub. That's El Del Yabek. But Jamaica did to Quaziaber Barra. Slazi, Bumman Fest. Seid brennend im Geist. Vigentos. Full who?
Facht an, kocht im Geist. Brennt im Geist. Und dient dem Herrn. Du kannst ohne Feuer, ohne Hitze nichts kochen lassen. Keine Zwiebeln, keine Kartoffeln. Die haben auch keinen Geschmack. Aber wenn du brennst im Geiste, hast du gewisse Vorteile bekommen. Da gibt es gute Früchte. Das heißt, wir sollen brennen im Geiste. Also entweder das eine oder das andere. Soll sie in der Hand gebrannt? Hat ihr gut gemacht? Sag mal, alles braucht Feuer. Wir haben eine gute Wenn unsere Frauen immer kein Feuer hatten, Halleluja! Sind die immer Feuer vom Nachbarn. Jesus Christ, und die haben Feuer von Nachbarn gebracht. Und danach. Praise the Lord. Jesus Christ is going time. Jesus Christ is going time. Selezi abgonno khomzolosh kebolo. Kaba habolo. Hawghlik habolosh. Kaba khi hawghlik habolo. Ein bisschen Feuer von. Hawghlik habolosh ya ber bar. Ein bisschen Feuer von. An chelik ya ber bar. Hawu telika ak ya ber mesken. Hawi telika. Leider ein bisschen Feuer von. Telika telaga ya ber bar. Jesus Christ is going time. So so an ya ber kal kab hade. Ha kulto muhan yibalich. Deswegen kann jemand alleine nicht stark werden. Ich sag mal das. Wenn du sehr viel Salbung hast, wenn du so viel Gnade auf deinem Leben hast, aber du alleine ohne Gemeinschaft bist. Wisst ihr, viele Leute mich gerade für mich in diesem Augenblick beten? Meine ganze Gemeinde betet gerade für mich. Meine ganzen Freunde weltweit beten gerade für mich. Leute halten gerade Fastengebet für mich. Und dafür danke ich Gott. Alle 10 Leute haben gerade für mich Fastengebet. Wisst ihr, wieso? Was brauche ich denn? Ich krieg doch alleine nichts hin. Paulus ich brauche die Gnade, die auf deren Leben ist, damit die für mich beten. Wie es Paulus gemacht hat. Das heißt, ich habe mal zu ihnen gemeint, betet für mich, weil ich ernst gemeint habe. Ja, wir müssen gehen. What's your prayer request? Deswegen kriegst du nichts alleine. Deswegen brauchst du Feuer von deinem Nachbar von deinem Wir können gemeinsam brennen im Geiste sein. Entweder musst du selber im Feuer sein oder dich an jemanden lehnen, der Feuer hat. Sag seinem Nachbarn, sei nicht alleine. Let me tell you, damals alleine Target mehr kommen. Nummer erste, die erste Sache, die ihr wissen müsst. Satan, let me jam mal das Gebran. Das erste, was der Feind machen will, ist sich zu isolieren von Leuten. Es gibt einige von euch, die sehr isoliert leben. Ich werde euch beten. Die ungern mit Menschen sind. Not negative Iconen. Nicht mal im negativen Gedanken.
Just gun, whatever. Gelehom togodi ena tullohom. Aber einige von euch habt einfach so ein Hurt, so ein Trauma und geht gerne weg von Leuten. Gelehom dema beka. Und einige von euch hat aber der Feind von euren Leuten weggetreten. Aber von heute wirst du nicht mehr sein. Du wirst eine Gemeinschaft sein. Du wirst eine Gemeinschaft sein. Will aufgewärmt werden. Dass wir zusammen am Lagerfeuer gemeinschaftlich aufwärmen. Weil wir alle nur in der Gemeinschaft wärmen. Aber das Ziel des Feindes ist, dich zu isolieren. Lomigen gut verlabbet. Sie abhören Masken. Tenebein ist nebenan abhören Katu. Amen. So das Hebrät. Das heißt, Gemeinschaft ist einmal ein Ort, wo du brennst im Geist. Just fellowship. Allein die Gemeinschaft schon zu haben. Just hibrat hawat. Gemeinschaft mit Geschwistern. Fellowship, by the way, lekka ana kham kalam na khazir. Lekka abti gbra hawat arba'at amna kilta tsamna lo. Bi hibrat, bi marasun gera, bi gala amlah, bi tsholat mishblana. Genauso wie es in der Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42 steht. Arba'ata unud nay betakhsan zibana. In Gemeinschaft, in Brotbrechen, in der Lehre und im Gebet eins geblieben. Es ist immer noch eine Säule der Gemeinde. Viele von uns gehen immer direkt nach dem Wort Gottes nach Hause. Wir brauchen die Gemeinschaft hier. Weil es sehr vieles gibt, was in der Gemeinschaft ist. Aber der Feind sagt dir, du hast das Wort Gottes gehört, geh nach Hause. Er will dich abtrennen. I'm going to go to the house. Das heißt, worüber ich rede, ist, brennt im Geist zu sein. Don't get burn out. Jemand hat mal gesagt, so brenn nicht aus, but burn for God. Aber brenn für den Herrn. Was heißt das? Burnout, dass du ausbrennst, dass du erschöpft bist. Dass du keine Hoffnung mehr hast, aber nicht mehr kannst. Don't burn out. Deswegen sagt jemand hier, hab keinen Burnout, aber brenn für den Herrn. Brenn für den Herrn. Amen. Amen. Jesus Christus goitai. Jesus ist Herr. Aber Afrika holom tkatatsol shabat nerkum. Es gab Leute von euch, die in Afrika sehr brennend waren für den Herrn. Europa mismet zahalkum shabat alom. Und dann hier ruhig und langsam geworden sind. Lo megena mkatsatsal khouni. Aber heute wird wieder ein Leute. Amen. Amen. Dann ich kann fahren khouchi. Das ist alte wieder raus. Das alte Feuer wieder raus. Gelem ab Kenya holo hau nerum. Einige waren in Kenya. Gelem ab South Africa holo hau nerum. Gelem ab Uganda holo hau nerkum. Gelem ab Kenya, I don't know, whatever, Ethiopia, hau nerkum. Nahaz America or mtsagen bzu hshat azil enta yibhal ka system ndibleka. Lo megen be Jesus Christus. Azna madras system kesberi. Das gleiche Feuer haben. Kesberi be geta be Jesus. Das gleiche Feuer wieder. Du hasabat wel Jaber mesken. وذاحت بك ايريام من نيروبي الى لهو ساوث افريكا خير لهو سبتا او حوا حوا شت بك منات ليت معناته صلوات ليت معناته او نبرك فولتهمش ليت معناته بايبل ستادي فول فورك سنت ليت معناته بايبل ستادي نيروكم und tag beten und hebrat hawat nyerum und gemeinschaft haben europa mis mezaga aber als nach europa kommen sind brother system ndi baka srah ndi lo magen be yesus sem kitqatsaliha lekalo zabiere mesgen tqatsaliha memmelish ka tqatsaliha zabiere bana Es kind hat als soll geide skabul gziaber mesken. Alles für erneut brennt. Dat hat als soll geide bul gziaber bar. Alles für erneut brennt für den Herrn. Sabat ka hina khay teradana hal hazi khum. Ah shoki si sem khazaki gel imka. Mitse musbol gha tahbratna gelna ha ba'lan anqufa mina. Sat sat wengel wengel mshulu. Brother, hede berzi Europa yiglo. Und einige von uns stören sogar Leute die feurig sind. Na meine darf allem keteradana. Nehmen sie zurückhalten und kaltes Wasser auf die machen. Shu antal gonos wilay kam ji alana. Die werden selber ruhig dann. Lo megen skabul. Aber heute Hawi tarahazalek nämlich nur Feuer von dem anderen
Heute gebe ich eine Feuerweihe. Abuli Kidan, ab Zaman Eli, zur Zeit von Eli, at die Tabot Xabir Michelena, sehen wir, dass die Bundeslade, Tabot Xabir Missamare, als die Bundeslade eingenommen wurde, der Ikabor, Jelamisch, Ikabor Maltemat, der haben den Tag Ikabor genannt, at Reverend Damat, Kaidu Malet, weil es heißt, dass die Herrlichkeit weggegangen ist. Und zur Zeit von Saul sehen wir, Saul hat auch ein Problem gehabt. Er hatte keine Hochachtung über die Bundeslade des Herrn. Als die Bundeslade des Herrn im Alten Testament, it is the glory of God. Es war die Herrlichkeit Gottes. Man hat es aber gesagt, wir haben Zalla gewonnen. Weil da wo die Bundeslade war, da haben die Israeliten gewonnen. Aber Saul hatte kein Interesse an der Bundeslade. Aber David? David kann auch Xavier bald. Hat er gesehen, dass Tabot Xavier abet Ebet Edom so bald hat David an die Edomiter die Bundeslade mal kurz hingegeben, an ihre Familie. Edom ist Atoe. In der Familie Edom, als dort die Bundeslade war, sehen wir, dass die ganze Familie Edom gesegnet wurde dadurch. Sag mal, da wo die Bundeslade des Herrn ist, da ist Segen. Da ist Leitung des Herrn. Da ist Licht des Herrn. Da ist Segen des Herrn. Da ist Segen des Herrn. Da ist Segen des Herrn. Da ist die Kraft Gottes. Und David sagte, am Zuhören. Er sagt, bring die Bundeslade wieder her. Bring it, Jelenail. Tabot Xavier, Jelenail. Bundeslade. Man Allah kommt Xavier ab, Allah macht. Er braucht die Bundeslade über sich. You know, comes Saul kommt und Xavier hat Jelenail. Saul, he didn't care. Saul hat kein Interesse gehabt. Wo unet kam sie, Memphis sie geht heraus anna. Lass. Memphis Saul mit ganze Zahl Jelenail, sie muss aber doch. Also von Geist. Kam Jelenail hat sie nach Xavier mesken. Ane Jelenail Xavier bar. Ane Jelenail. Ane Jelenail. Alle ich. Ane Jelenail Xavier mesken. Alle wir wollen das. Kommt Xavier ab, Allah kommt. كبرك زابير قبل عليك مت حوك زابير قبل عليه مكة تصال من تكون مكة تصال من تكون هللويا منفس سقط علو 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 حواتي هل هل بقولك تقدر تقولك مكة يا من كات أقام كأيسر زابير أنا نظر هنا أم سرس بقولك مكة أمين لك بقولك Lass uns sagen, ich habe Durst nach dir. Ich habe Durst. Die Bibel sagt, wer Durst hat, wer Durst hat, Nabai, hier zu mir kommt. Und er soll trinken, sagte der Herr Jesus. My God. كلنا أداونا الإعلام. نبي حكي. Alle unsere Hände ausstrecken. بونت لما أنت بقولي أتصام أخون شبات الله. Es gibt Leute von euch, die heute Durst haben. Hallelujah. Yeah. Kei ten kafkani, kei dansaskani, katoi. Malet na hoina. Bunet kam rohom metcha. Mulu ma aldo illa lamo. Bazu menfasiz kei ten kafna hanwat. من لهم عندي أنا مكتئب صلابي وتهيد لي بكا بحال منفس كدوش كمل أدلي أزبل سب منفس كدوش كان جرب بدل لي بكا أنا زدلي كبرك جابر أبز وتعز خجلت بقولت من هايلين جاس كفلت werden أنا ودخلنا نغونينا vielleicht sind wir bisschen müde sogar du rumin lah mit Akku des Sonn unser Fleisch ist oft müde منفس كنت دلوي لناي aber der Geist ist bereit منفس كم أدلو لبهم أدلو bereitet euren Geist vor لبهم أدلو
لبهم أدالو بجهاتكم أداكم على إلكم بك أداكم على إلكم جابير مسكن يسوس كويتاي أنا حمزة مت أنا تزرعهم last week ننيدهم رأيك رجيميرهم حل متعد immediately فولي لسان تمليهم من لهم مزدل حواته من لهم مزدل بك أنا دلي فولت لهم إزاجك عمت أتجاوبكن أنا أتجاوبكن Mammal is a net in Italy, Mammal is a cat that's a lily. I want to burn for God. Hallelujah. But the hot come out of the shell, I know all of them was cut us. Lass dich ignorant sein zum Heiligen Geist. I told you, Kino Blissam, it's like about one alone. Highly one alone, Alex, Alex, Xavier Muskin. Kate and Kafkani, Kaida. Malet kum 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 skada kum alegum. Streckt eure Hände aus. Kaitan kafkani, kaida saskani, katoy melesen, kabzimet akewo, meten kafkayu, medes saskayu, nafseit deli, kaitan kafkani. Malatkum, I don't know. I mean, how are they?